Ja, für einen Autor historischer Romane ist Speyer eine Goldgrube. Mein Name ist Christoph Lohde, ich bin Schriftsteller aus Speyer. Unter dem Pseudonym Daniel Wolf schreibe ich historische Romane. Meine Romane spielen in der lothringischen Handelsstadt Varennes-en-Jacques. Varennes ist meine Erfindung, setzt sich aber zusammen aus verschiedenen Städten, zum Beispiel Lübeck, Frankfurt, Mainz, Worms und natürlich auch aus meiner Heimatstadt Speyer. Jetzt zeige ich euch einige Orte in Speyer, die mich beim Schreiben der Bücher inspiriert haben. Ich finde es einfach inspirierend, durch die Speyerer Altstadt zu gehen und so dieses historische Flair auf mich wirken zu lassen. An fast jeder Ecke gibt es irgendwas zu entdecken. Das bringt mich dann wieder auf Ideen. Also die Ideen liegen hier auf der Straße. Ich bin im Altpörtl. Das Altpörtl war im Mittelalter das westliche Stadttor von Speyer. Ganz besonders hier im Altpörtl ist diese eiserne Klammer. Das ist der Speyerer Schuh. Ein altes mittelalterliches Maß wurde verwendet, um die Länge von Brot zu messen, die Länge von Tuchbahnen. Und das fand ich so spannend, dass ich das auch für die Fleury-Romane verwendet habe. Also am Rathaus von Varennes-en-Jacques in den Büchern gibt es auch solche Maße. Und das ist eben was ganz Typisches fürs Mittelalter. Und das wollte ich daher unbedingt in die Romane auch einfließen lassen. Das Mittelalter ist eine fremde Epoche verglichen mit unserer Gegenwart. Und mich fasziniert es, diese Gedankenwelt zu erforschen und dann auch für meine Leserinnen und Leser erlebbar zu machen in den Romanen. Faszinierend in Speyer war die Geschichte der Juden im Mittelalter und da ist tatsächlich auch ganz viel in den aktuellen Roman Die Gabe des Himmels eingeflossen. Ich war natürlich auch hier im Museum, um mir anzuschauen, wie sah zum Beispiel eine Mikwe aus, ein Ritualbad. Wenn ich hier die Treppe runtergehe, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass mich Geschichte umgibt, dass mich ein sehr alter Ort umgibt, an dem sehr viel geschehen ist. Und das versuche ich mir vorzustellen, wenn ich so einen Ort betrete. Also lange bevor ich diesen Roman schrieb, war ich hier das erste Mal unten. Aber schon damals wusste ich, dass ich irgendwann das auch erzählerisch umsetzen werde. In Die Gabe des Himmels gibt es eine wichtige jüdische Figur, die Heilerin und Apothekerin Lea. Und es gibt eine wichtige Szene für diese Figur. Da steigt sie in die Mikwe hinab und nimmt ein rituelles Bad. Sie steht vor einem schwierigen Entscheidungsprozess und da hilft ihr, dieses rituelle Bad dann auch innerlich Klarheit zu bekommen. Dass mich ein Ort inspiriert, das steht tatsächlich ganz oft am Anfang des Schreibprozesses. Es sind häufig die Orte, die mich nach einem Besuch nicht mehr loslassen. Also wo ich dann auch Wochen, Monate später noch merke, ich denke darüber nach. Und dann sprudeln die Ideen. Und daraus entstehen dann häufig auch die Handlung der Romane. Diese Orte kommen oft nicht konkret in den Romanen vor, aber sie sind häufig dann ein Vorbild für einen fiktiven Schauplatz. Ich bin am Heidenturm, der früher zur mittelalterlichen Stadtbefestigung gehörte. Er ist für mich einfach ein sehr, sehr typischer Bestandteil des Domgartens. Der Turm kommt in den Romanen in der Form nicht vor, aber hat mich inspiriert zum Hungerturm von Varennes-en-Jacques. Das ist das Stadtgefängnis, in dem mehrere Figuren der Saga gefangen sind. Ich finde die Form des Turms einfach ungewöhnlich. Also er strahlt für mich etwas Unheilvolles aus und es war dann eben eine gute Vorlage für so einen bedrückenden Romanschauplatz wie den Hungerturm, wie das Stadtgefängnis. Ich komme auf meinen Spaziergängen häufig vorbei. Es ist einfach so ein vertrautes Stück Speyer. Das war mein literarischer Blick auf Speyer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Speyer hat natürlich noch viel mehr zu bieten und ich kann jedem von euch einen Besuch in meiner Heimatstadt nur empfehlen.